Und es geht wieder weiter auf den Berg. Ja. Gut. Und lauf, 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 lauf. Na komm, keine Gegner. Eine schicke Brücke einfach so mal in einen Fluss. Und noch ein paar. Jetzt haben wir zwei Fernkämpfer und, naja, eigentlich einen Frontkämpfer, der auch ein bisschen, naja, wie soll man es sagen, nicht gerade sehr treffsicher ist manchmal. Aber ich mag Viktor. Viktor ist sozusagen einer meiner Lieblingscharaktere. Und wird sicherlich auch, wenn ich mir richtig überlege, vielleicht sogar sein, die am Ende mitkämpfen beim Endboss. Die Sonne scheint sich langsam zu setzen. Denkt ihr, wir werden den Berg in der Nacht überqueren können? Ich will hier nicht verweilen, also lang verweilen über die Nacht. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssten hochgehen. Lass uns gehen. Da-dam-da-dam-dam. Ja, in jedem Gebiet gibt es neue Musik. Das finde ich geil einfach. Zirklet. Zirklet ziehen wir mal. Ich glaube, das kann ich sogar anziehen. Nee, kann ich nicht. Das sind nur Fernkämpfer. Dann kommt Cleo. Ja, sie hat schon einen sozusagen Zirklet. Ich weiß nicht. Das ist wieder so ein schöner Eigenname oder beziehungsweise so ein, was ich nicht leider übersetzen kann. Und das bekommt Viktor. Ich lasse Odessa aus bestimmten Gründen aus. Ihr werdet schon sehen, warum. Mit den Anziehen. Okay, weiter geht's. Und der erste Bosskampf. Und es ist Killer Slime. Ja. Ja, wohl, scheiß drauf. Macht sie fertig. Okay. Okay. Ups. Killer Slime hat verfehlt. Da fehlen die Augen, ne? Tja, kann man nichts ändern. Dann, dann, da. Ja, hätte ich nicht. Wäre ich dann nicht verreckt bei den Banditen, wäre ich auch jetzt Stufe 10, aber. Ja, man kann ja nicht alles haben. Medizin! Yeah, noch mehr Medizin. Ach, scheiß drauf. Lass ich es mal da, wo es ist. Gut. Noch ein. Na komm, nochmal Killerschleim. Müsste eigentlich Killetschleim schon langsam heißen. Oh. Genau, Viktor, mit einem Schlag. Yeah. Gut, die lassen leider nichts weiter übrig. Das ist natürlich nicht so gut. Gross. Ja, dann Victor. Es gibt auch, wohl, ich glaube, bei den ersten Teil. Ne, das verschlechtert nur die Lage. Da oben sieht man ja diese Zahl. Das ist sozusagen die Verteidigung. Jetzt und jetzt wird es um 1 erhöhen. Naja, ist nicht viel, aber was tut man nicht alles, um ein bisschen zu steigen? Gut. Ja, naja. Okay. Wir sind noch ein bisschen zu schwach. Aber das wird sich noch ändern. Wir werden ihnen noch alle die Fresse polieren. Und eine gigantische Schnecke. Die ein bisschen viel einstecken kann. Aber so viel, wie viel wir austeilen können, schafft sie leider nicht. Denn Viktor war noch nicht in Einsatz. Boah. Ne, da geht's schon wieder weiter. Und da ist nochmal eine Truhe. Windruhenstück. Naja, okay. Nichts Besonderes, ne? Ja, und diese. Mh,
Kaninchen. Da werden wir die mal ein bisschen brutzeln. Die haben ein bisschen Hunger, ne? Sonst brutzeln die uns. Kaninchen mit Äxten. Eine gefährliche Sorte. Das nennt man Rassekaninchen. Gut. Ja. Spezielle kriegt man bei keinem bestimmten Züchter. Und wir gehen einen ganz großen Bogen um diese Kneipe. Willkommen bei ihr Reisenden. Wie kommt es, dass ihr so zur späten Zeit hier seid? Wir haben guten... keine Ahnung. Es ist besser, wenn ihr hier einen kleinen Stopp und morgen erst wieder weitergeht. Also einen kleinen Stopp einsetzen und dann morgen weitergeht. Es ist ganz schön gefährlich hier oben. Was ist mit den ganzen Banditen und so? Wollt ihr nicht hier eine Nacht bleiben? Entschuldige, wir sind in Eile. Gute Idee. Meine Füße töten mich. Also, mir tun die Füße weh. Victor, du Weichei. Jetzt bin ich enttäuscht. Für das erste Mal, dass ich mit dir einverstanden bin. Ich bin mir nicht sicher, wie weit ich komme. Auf Macker und wir wollen weiter. Willst du mich verarschen? Ich werde die Kontrolle meine Füße verlieren. Ich auch. Na schön. Odessa, willst du auf eigene Faust gehen? Okay, ich werde auch hier die Nacht verbringen. Alle haben mich verlassen. Ich gehe rein, Drachen. Na gut, ich kann ja hier nicht. Wenn sie nicht wollen. Entschuldigt. Warum nehmt ihr nicht das erstmal, bevor die Suppe fertig ist? Das ist ein spezieller Tee von Mount Tigerwood. Tigerwolf, nicht Wood. Nimmt ein Stück aus. Das schmeckt ganz schön bitter. Sehr bitter. Hier ist auch noch was für euch. Nicht wenn es so bitter ist. Naja, wir nehmen mal einen Schluck. Wir wollen ja höflich bleiben, wenn wir schon hier reingehen. Hier loszugehen, aber es ist... Sei aber bitte vorsichtig. Also hier bitte. Und sei vorsichtig, es ist sehr heiß. Riecht ein bisschen irgendwie komisch, oder? Ja. Denkt ihr nicht? Sag, alter Mann, wie heißt dieser Tee? Es ist eine Spezialität von Mount
Tiger Woods, Tiger Wolf. Auch genannt als Robber's Tea. Es ist so müde. Na. No. Mein Gott, es ist. Hey du, was hast du gehört? Verdammt. Suche Old Dirk. Keine Ahnung. Ah, West. Junger Meister soll es vielleicht noch heißen. Ja, und das war ein kleiner Schlaftrunk, wie es aussieht, oder sowas. Hehehe. Jeder ist eingeschlafen, dank den Drogen, den Tee von Mount Tiger Wolf. Wir werden erstmal schön durchsucht. Toll. Wow. Wow, die haben ja ganz schön viel dabei. Es sieht so aus, als ob die ein gutes Leben führen. Und Kassler kommt da. Nee, Kessler. Hey Leon. Oh. Was ist los hier? Fühlst dich wohl gut, wie ich sehe. Was ist Boss Kessler? Willkommen, willkommen. Wie du siehst, tue ich nur meinen Job. Und eine wunderschöne Frau in Bansch. Bansch. Auch. Warte eine Minute, das ist doch Ledon. Was hast du getan? Du Idiot. Was meint ihr? Kennst du die? Das sind nur irgendwelche dumme Reisende. Denke ich. Idiot. Jeder Vollidiot kennt oder weiß, wer Ole Idiotessa von Liberation Army ist. Wieso? Natürlich, Boss. Jedes Kind kennt Lady Odessa. Lady Odessa ist. Du meinst nicht, dass sie es ist? Ja, ist sie. Beeil dich und hol das Gegengift. Oh. Lasst mich sehen, ob ein Hasenzahn Rosalie. Also, achso, das ist jetzt. Lasst mich sehen. Ein Teil von ein Hasen, Rosenblätter, eine Handvoll Zucker. Lena, ich. Wenn irgendwas mit Lady Odessa ist, du kannst denken, deinen Kopf. Auf Wiedersehen sagen. Jix. Rost. Mann. Ein Stück von Rosenzucker lief. Eine Handvoll. Ja, der ist ein bisschen jetzt aufgeregt, würde ich mal sagen. Vergibt uns, Lydia, deshalb. Wir wussten nicht. Wir flehen um unser Leben. Wenn du willst, wird Leon hier das damit bezahlen. Bitte, Sir, erbarmt euch. Also, seid nicht so grausam. Ich werde jetzt noch ein bisschen vorsichtiger sein.
Ich sollte nicht so viel Leuten trauen, sagte schon Flink. Ihr vergibt. Ihr werdet es uns nicht vergeben, oder ihr vergibt uns. Aber bitte bleibt hier noch eine Nacht. Was ich kennt bei Way of. Also, ich werde euch versorgen. Aber bitte kein Gift mehr. Hast du gehört? Jo. Gut. Wir quatschen mal ihn an. Ich habe den vergifteten Tee weggekippt. Ich habe meine Lektion gelernt. Seid ihr ein Mitglied der Böschen Armee? Oh, ich sehe, du seid es nicht. Lady Death ist eine wahre Heldin. Sie wird schon ruberhaft über die imperialen Armee Imperium gewinnen. Sie ist eine Menge gereist, aber sie meint Angst etwas. Sie hat die Imperium auch, aber sozusagen sie ist überhaupt über das Imperium. Sie hasst das Imperium, aber die Banditen nicht. Also aber Radio Death ist unsere Hoffnung für den Frieden. Guten Morgen, junger Meister. Ihr seid aber ganz schön früh dran. Hey Creme, wieso ist Cleo in so einer schlechten Verfassung? nennt mich nicht und ich bin nicht ihr Bruder. Victor Cleo ist immer in schlechten Verfassung morgens, wenn sie aufwacht. Ja, natürlich, die Anführung schläft am längsten. Ich sehe, jeder von euch ist wieder gut auf. Seid ihr bereit zum Aufbrechen? Ich werde die Tür öffnen. Okay, hauen wir hier ab. Gut, zack, 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 zack. Und nochmal eine komische Schnecke. Und dann noch einmal noch ein kleines Schlitzerchen mit Beil. Naja, okay. Gut, das haben wir jetzt. Wie gesagt, der spannende Teil kommt erst noch. Aber es dauert nicht mehr lange. Na, nochmal Schleim. Hält uns auf. Ja, wir haben ja keine Leute, die eine Vereinigung machen könnten. In der Truppe, deswegen ist es eigentlich auch scheißegal und wir müssen hier nicht groß planen. Noch eine Antiquie. Die darf Victor wieder behalten. Gut, wir haben es fast geschafft. Ach, das ist nochmal eine Truhe. Auch schön. Nochmal ein Kleppernietchen-Trio. Naja, Trio ist übertrieben. Ja, untertrieben. Wir werden es einfach angehen. Sterben werden wir ja nicht. Hoffe ich. Ja, das war eine kleine Vorführung ihrer Kraft.
Deswegen hatte ich auch am Anfang gleich mal einen Feuersturm reingesetzt. Ja. Ah, mit 2 Runden haben wir es geschafft. Gut. 420 nochmal zu. Medizin. Haben wir es nötig? Wir haben es eigentlich nicht nötig, uns zu heilen. Hey, noch eine Truhe. Klonkristall, also glaube ich. Ach, werden wir schon sehen. Wir können das jetzt noch nicht anziehen. Also nee, ich dachte schon, der läuft schon von alleine. Aber diesmal werden wir einen kleinen Feuersturm hier reinsetzen. Kleiner Feuersturm von der Cleo. Und das war's mit ihm. Na, zurzeit waren ja keine aufregenden Gegner hier noch. Wobei, für den Anfang war doch schon dieser Golem ganz schön heftig. Naja, heftig nicht. Die zwei Banditen waren eher schlimmer. Gut, ich werde gleich einmal speichern und dann höre ich erstmal wieder auf. Ah, jetzt habe ich vergessen so. Es ist, wo kann es sein sozusagen? Es ist eine kleine Stadt, wir werden es schon finden. Okay, wir gehen mal hier rein. Oho. Es muss das Gasthaus sein. Lass uns ein bisschen schlafen, bis wir eine Nachricht bekommen. Eine Nacht kostet 50. Wir werden erstmal nicht übernachten, wir werden einfach nur speichern. Und überspeichern. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Silkonen im neuen Part. Bis dahin heißt es erstmal wieder Tschüss.